homo, hetero und bi. Es bedarf wirklich mehr als drei Worte, um die Komplexität menschlicher Sexualität und sexueller Orientierung zu beschreiben. Mein Name ist Dieter Wipp und willkommen beim Lexikon der sexuellen Orientierungen. Als abosexuell bezeichnen sich Menschen, deren sexuelle Orientierung sich häufig und grundlegend ändert. Das heißt, sie sind im Grunde genommen auf eine gewisse Art und Weise fluide in ihrer sexuellen Orientierung. Eine abosexuelle Person kann zum Beispiel an einem Tag lesbisch und am nächsten Tag pansexuell sein. Als ageosexuell kann man Menschen bezeichnen, die durchaus sexuelle Fantasien oder Vorlieben haben, aber diese nicht aktiv mit anderen Personen ausleben möchten. Ageosexualität kann man somit unter dem Umbrella-Terminus der Asexualität verstehen. Als allosexuell bezeichnet man Personen, die generell eine sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen verspüren, zum Beispiel heterosexuell, homosexuell oder bisexuell. Dabei ist Allosexualität das genaue Gegenteil von Asexualität.